Sowohl für die Frage des Mindestlohnes als auch für die Frage der Finanztransaktionssteuer kann man sagen, Herr Schäuble und Frau von der Leyen haben jetzt den Bundestagswahlkampf 2013 eröffnet. Sie haben erkannt, mit welchen Themen man in der politischen Diskussion Punkte machen kann. Ich sage aber, man kann wirklich nur Punkte machen, wenn man nicht nur Themen anstößt, sondern auch zu Entscheidungen und zu Beschlüssen kommt. Die Themenstellung, sowohl die Finanztransaktionssteuer als auch der Mindestlohn, auf den ich dann noch einmal gesondert eingehe, sind natürlich sehr intelligent gewählt, denn wenn CDU, FDP, CSU das umsetzen würden, dann würden sie etwas umsetzen, was SPD und Grüne in ihrer Regierungszeit niemals ernsthaft angefasst haben, und das wäre natürlich schon ein großer Fortschritt. Ich kann also nur begrüßen, wenn Herr Schäuble jetzt die Finanztransaktionssteuer auch durchsetzen will und sagt, er fängt erstmal in der Bundesrepublik damit an. Ich bin nur etwas skeptisch, ob das wirklich ziehen wird. Denn wir diskutieren seit ungefähr 3 Jahren darum, und Herr Schäuble sagt zu mir in jeder Sitzung des Haushaltsausschusses, Frau Lütsch, Sie wissen doch, dass ich das will, aber alleine nicht umsetzen kann. Als wir in der vergangenen Woche noch einmal über den Euro-Rettungsschirm abgestimmt haben, war eine Resolution, ein Entschließungsantrag auch abzustimmen von 4 Fraktionen, außer der Linken. Und die Vertreter von Grünen und SPD haben erklärt, dass sie diesem Schirm, dieser erneuten Abstimmung, nur ihre Zustimmung geben, weil in dem Entschließungsantrag etwas über Finanztransaktionssteuer stand. Wir haben nach dem Euro-Gipfel gemerkt, dass dieser Satz über die Finanztransaktionssteuer völlig unterschiedlich interpretiert wurde. Die Kollegen der FDP waren der Auffassung, dass diese Formulierung bedeutet, dass es eine Entscheidung geben wird, aus ihrer Sicht eine Entscheidung gegen die Finanztransaktionssteuer. Wir sind der Auffassung, dass die Finanztransaktionssteuer der richtige Weg ist. Ich werde Herrn Schäuble, wenn er diesen Weg ernsthaft geht, nur unterstützen. Und ich glaube, dass SPD und Grüne sich etwas, ja, man kann fast sagen, verpokert haben, oder sie haben sich an der Nase herumführen lassen. Ihre Zustimmung zum Euro-Rettungsschirm war aus meiner Sicht nicht verantwortungsvoll. Und wir haben ja am Freitag gesehen, als das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes kam, wie doch die Meinung, man könne so ganz schnell alle Dinge durchzocken, kleine Geheimgremien beschließen, vom Bundesverfassungsgericht, Gott sei Dank, gestoppt wurde. Wir haben jetzt die Situation, dass eine neue Lage zu betrachten ist, und wir als Linke waren schon vor der Gesetzesfassung der Auffassung, dass ein kleines Geheimgremium nicht diese Verantwortung übernehmen kann und dass das alles andere als Transparenz ist, sondern genau das Gegenteil von Transparenz. Wir werden ja in der nächsten Woche sehen, wie weiter mit der Situation umgegangen wird, und die Botschaft ist, über große Summen, über unser aller Geld kann nicht in Hinterzimmern verhandelt werden, sondern es muss Transparenz geben und es muss auch klar sein, wer welche Entscheidung trifft. Zum Thema plötzlich gefundene 55,5 Milliarden Euro bei der Hypo Real Estate Bank kann man nur sagen, das ist wohl ein historisch einmaliges Ereignis. Es muss natürlich Konsequenzen haben, vor allen Dingen strukturelle Konsequenzen. Wir sind augenscheinlich in einer Situation, dass niemand mehr in der Lage ist, wirklich Bilanzen zu verstehen und zu lesen. Und wir brauchen endlich wieder ein Bilanzrecht, was mehr Klarheit und Wahrheit schafft. Und ich finde es unerträglich, dass Menschen, die Hartz-IV-Empfänger sind, von der Bundesregierung bzw. auf Geheiß der Bundesregierung durchleuchtet werden, dass die kleinste Verfehlung sanktioniert wird. Allein im Jahre 2011 sind es ungefähr 900.000 Sanktionen, dass aber Banken, in denen auch viel öffentliches Geld lagert, überhaupt nicht kontrolliert werden. Augenscheinlich hat die Bundesregierung in dieser Frage völlig den Überblick verloren, und darum erwarten wir vom Bundesfinanzminister eine 100-prozentige Aufklärung. Wir wollen wissen, wer für diesen Fehler zuständig ist, aber wir wollen vor allen Dingen Strukturen schaffen, dass solche Jahrtausendfehler nicht nochmal passieren können. Und wir wollen, dass die Kontrolleure im Labyrinth der Bilanzen ihren Aufgaben wieder nachkommen können. Drittens die Frage des Mindestlohnes.
Der flächendeckende gesetzliche Mindestlohn ist ja eine alte Forderung unserer Partei. Die Linke ist 2005 mit der Hauptforderung Einführung eines flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohnes in die Wahlauseinandersetzung gezogen. Nun ist das Jahr 2005 schon eine Weile her. Wir setzen uns immer noch für einen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn ein. Und darum bin ich dafür, dass diese Forderung zügig umgesetzt wird. Denn nur wenn Forderungen der Linken zügig umgesetzt werden, werden sich die Menschen auch daran erinnern, dass es eine Forderung der Linken war und nicht von anderen. Wir werden darum, das hat gerade die parlamentarische Geschäftsführerin unserer Fraktion, Dagmar Enkelmann, beantragt, in der nächsten Woche, in einer Aktuellen Stunde im Bundestag, also in der nächsten Sitzungswoche, über diese Frage gesetzlicher Mindestlohn sprechen. Die Diskussion um den Mindestlohn, wie sie jetzt geführt wird, macht mich aber sehr skeptisch, ob wirklich ein ernsthafter Wille dahinter steht, Löhne zu zahlen, von denen die Menschen auch wirklich leben können. Die Schwelle, über die gerade gesprochen wird, also eine Untergrenze, das Tarifniveau der Zeitarbeit, ist absolut nicht akzeptabel. Dieses Tarifniveau liegt im Osten bei 6,89 Euro die Stunde und im Westen bei 7,79 Euro. Das sind keine Löhne, von denen man leben kann, sondern das sind Löhne, die dazu führen, dass die Menschen trotzdem weitere Hilfen brauchen und vor allen Dingen auf Grundlage dieser Löhne wird es Altersarmut geben. Und die Formel ist ja relativ einfach. Die Basis für gute Löhne oder die Basis für gute Renten später sind gute Löhne und ohne gute Löhne wird es keine gute Rente geben. Unsere Forderung ist ganz klar. Wir fordern 10 Euro gesetzlichen Mindestlohn bis zum Ende dieser Legislaturperiode und natürlich fordern wir einen ganz konkreten Zeitplan. Die Diskussion ist alt. Wir brauchen jetzt Beschlüsse und Umsetzungen. Wenn man hört, auch in politischen Auseinandersetzungen, na, es gibt doch kaum jemanden noch in der Bundesrepublik, der gegen den gesetzlichen Mindestlohn ist oder gegen Mindestlöhne, dann kann man sagen, die Diskussion ist das eine. Was wir brauchen, sind verbindliche Beschlüsse und Zeitpläne. Viertens, wir haben immer mal wieder die Diskussion um die Absenkung des Solidaritätszuschlages, nun auch wieder. Vielleicht können wir uns ein bisschen einige Tage zurückerinnern. Es gab ja eine eklatante Kommunikationspanne innerhalb der Koalition. Herr Schäuble hat sich zusammen mit dem Vorsitzenden der Liberalen Partei vor die Medien gestellt, beziehungsweise sie sind an die Medien herangetreten und haben dort Steuersenkungspläne vorgetragen. Die Antwort aus München kam postwendend, es war alles nicht abgesprochen und nun also ein neuer Vorschlag, von der die Kanzlerin hofft, ihn ohne den Bundesrat umsetzen zu können. Was steckt hinter der Forderung Absenkung des Solidaritätszuschlages? Die Absenkung des sogenannten Solidaritätszuschlages würde zu einer starken Entlastung von Besserverdienenden führen und von Unternehmen und Menschen, die so ein geringes Einkommen haben, dass sie keine Einkommensteuer zahlen müssten, haben nichts davon. Trotzdem will ich an dieser Stelle noch einmal auf den Wortgehalt des Solidaritätszuschlages hinweisen. Es besteht ja die falsche, aber weit verbreitete Meinung, das wäre eine Sondersteuer, die im Westen für den Osten gezahlt wird. Und ehrlicher wäre es, den Solidaritätszuschlag in die allgemeine Steuer aufzunehmen, weil es ist eine allgemeine Steuer, die ins allgemeine Steueraufkommen eingeht, aber nur bei den Menschen immer die Vorstellung erweckt, da müsse der Westen extra was für den Osten zahlen. Und darum wäre es gut, wenn diese Aufklärung, dass es keine Spezialsteuer ist, sondern eine Steuer, die in den allgemeinen Steuertopf eingeht, verbreitet würde. Und am ehrlichsten wäre es, es den allgemeinen Steuersätzen auch vom Sprachgebrauch her zuzuschlagen. Fünftens. Wir haben gerade die Sitzung des geschäftsführenden Parteivorstandes der Linken gehabt und haben uns verständigt, wie wir weiter nach dem Parteitag vorgehen. Wir haben unseren Bundesparteitag in Erfurt, auf dem wir mit großer Mehrheit das Erfurter Programm beschlossen haben, als einen sehr guten Erfolg eingeschätzt. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie im März des Jahres 2010 als viele der Auffassung waren, es liegt zwar ein Entwurf vor, aber
Wird es gelingen, ein gemeinsames Programm daraus machen? Skeptisch waren. Selbst bis kurz vor dem Parteitag habe ich noch skeptische Artikel gelesen. Und darum ist die Zustimmung von 97% der gewählten Delegierten beziehungsweise auf dem Parteitag anwesenden Delegierten ein sehr guter Erfolg. Nun geht es darum, natürlich die weiteren Schritte zu machen. Eine Sache möchte ich besonders hervorheben. Vielleicht haben Sie verfolgt, dass wir vor dem Parteitag und auch auf dem Parteitag darüber gesprochen haben, ob das Brecht-Gedicht Fragen eines lesenden Arbeiters dem Programm vorangestellt werden könne. Und wie Sie ja wissen, geht so etwas nicht ohne Zustimmung der Rechteinhaber. Und ich freue mich sehr, dass die Brecht-Erben ihre Zustimmung gegeben haben und uns kostenfrei gestatten, dieses Gedicht Fragen eines lesenden Arbeiters dem Programm voranzustellen. Ab heute wird das Programm auf der Website der Linken veröffentlicht und geht morgen in die Druckerei. Denn wie Sie wissen, haben wir noch einen Mitgliederentscheid über das Programm. Das ist, glaube ich, in unserer Partei bisher immer so üblich gewesen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie es in anderen Parteien ist. Es erhöht natürlich die Legitimation eines solchen Programmes. Wenn ich Website sage, möchte ich trotzdem für Nachsicht werben oder um Nachsicht werben. Vielleicht gibt es noch den einen oder anderen Tippfehler, der dann zu korrigieren ist. Und daran setzen wir natürlich auch unseren Ehrgeiz, dass wir dort auch eine entsprechende fehlerfreie Version letztendlich haben. Am 14. November wird dann das Programm mit den Abstimmungsunterlagen an alle Mitglieder der Partei Die Linke versandt. Und in dem Zeitraum vom 17. November bis 15. Dezember haben die Mitglieder der Partei die Gelegenheit, über das Programm abzustimmen. Und kurz vor Weihnachten dann, am 18.12., wird öffentlich ausgezählt hier im Kalibknechthaus. Und am 19.12. tagt zum letzten Mal in diesem Jahr der geschäftsführende Parteivorstand. Es gibt in dieser Zeit noch eine Reihe von Abstimmungen und Beratungen innerhalb der Partei Die Linke. Wir haben ja in der Partei auf Initiative von Klaus Ernst den Vorschlag über die neue Parteiführung, neue Vorsitzende, alte Vorsitzende, wie auch immer, die Kandidatinnen und Kandidaten, die sich der Wahl stellen, in einem Mitgliederentscheid abzustimmen. Wir werden diesen Vorschlag auf der Parteivorstandssitzung vom November beraten. In dieser Parteivorstandssitzung werden wir auch einen Überblick uns erarbeiten und das vergangene Jahr betrachten und auswerten und versuchen, daraus Schlussfolgerungen zu ziehen, wie wir unsere politische Arbeit wirksamer gestalten können. Und Anfang Dezember werden wir in der sogenannten Elgersburger Runde mit den Landesvorsitzenden, den Fraktionsvorsitzenden zusammensitzen und mit den Landesvorsitzenden natürlich insbesondere diese Frage des Mitgliederentscheides besprechen und die politische Planung für das Jahr 2012 vornehmen. Letztendlich geht es bei unserem Programm natürlich nicht nur darum, dass wir jetzt zufrieden sind, es beschlossen zu haben, sondern es umzusetzen. Und darum geht es uns vor allen Dingen darum, dass wir in den nächsten Jahren, in den nächsten möglichst viele konkrete Ergebnisse haben und sagen, an dieser Stelle können wir zeigen, dass die Dinge, die in unserem Programm aufgeschrieben sind, auch funktionieren. Und damit kann man natürlich sofort anfangen. Es gibt Dinge, die in unserem Programm stehen über Offenheit, Demokratie und Transparenz. Dazu habe ich ja schon Bezug genommen, als ich über die Frage der plötzlich aufgetauchten 55 Milliarden gesprochen habe. Ich habe zum Beispiel auf dem Parteitag auch in meiner Rede über die Frage des Eigentums gesprochen und darauf hingewiesen, dass das Jahr 2012 von der UNO zum Jahr der Genossenschaften ausgerufen wurde. Und das sind natürlich auch alles Fragen, die wir in unserem Programm zu stehen haben. Alternative Wirtschaftsformen, damit können wir selbst beginnen. Und unser Parteitag im Jahr 2012 wird nicht nur ein Wahlparteitag sein, sondern sollte aus meiner Sicht auch ein Ideenparteitag sein, auf dem wir darüber miteinander sprechen, uns austauschen, welche Punkte des Programms wir schon angefangen haben umzusetzen und vor allen Dingen Ideen austauschen, wie das nicht nur Einzelne machen können, sondern wir insgesamt in der Gesellschaft damit wirken können.